Viele Bayreuther Basketballfans sind geschockt. Das ist die Hammermeldung des Tages. Trey Hughes verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung. Wir fragen natürlich mal nach, gleich beim Headcoach, bei Mike Koch. Der ist jetzt bei mir am Telefon. Mike, was ist da los? Wieso musste Trey den Verein jetzt so plötzlich verlassen? Man hat in den letzten Spielen gesehen, dass das nicht mehr so funktioniert hat, dass das Team nicht mehr zu dem Spiel gefunden hat, das es über einen langen Zeitraum gespielt hat. Und wir haben 4 Spiele in Folge verloren. Da muss man gewissen Maße Konsequenzen ziehen. Und die Konsequenz, die wir gezogen haben, war, dass wir versuchen, auf dieser Position einen Spielerwechsel vorzunehmen. Du sprichst an, dass es Probleme gab. Hat sich das schon länger abgezeichnet, dass es da ein bisschen Trouble gibt? Boah, ich meine, wenn man die Spiele angesehen hat, dann hat man ja schon gesehen, dass wir seit ein paar Spielen so ein bisschen Probleme mit dem Spielaufbau haben. Und nachdem auch Brian Bailey ausgefallen war, ist ja sogar uns noch ein Guard weggebrochen. Mit Jelker Foster haben wir da schon einmal nachverpflichtet. Und ich glaube, es würde uns als Team gut tun, wenn wir dann noch einen Spieler bekommen, der auch den Ball laufen lässt, der die Mitspieler mehr involviert. Das ist jetzt nichts Persönliches oder irgendetwas, was uns da missfallen hat. Es ist einfach eine Sache, dass wir versuchen, die Mannschaft zu stärken. Dankeschön, Mike, für das kleine Interview. Wir wünschen Trey auf jeden Fall alles Gute und hoffen, dass er bald einen neuen Verein findet.